schwierig. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit dem Stereo Trader und dann natürlich auch mit Dirk Kilger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. So, wir geben heute ein bisschen Gas. Wir machen zunächst einmal den Risikohinweis. Bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Und auch wenn Dirk den einen oder anderen Live-Trade heute macht, bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ganz wichtig. Und wenn wir schon bei dem Thema Live-Trading sind, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir am Donnerstag auch ein Live-Trading-Event haben. Mit Dirk selbstverständlich auf der Pre-Conference auf der World of Trading am Donnerstag. Wenn Sie noch Zeit und Interesse haben, können Sie sich gerne noch dafür registrieren. Ich werde den Link nochmals in den Chat kopieren und dann sehen wir uns hoffentlich am Donnerstag. Würde mich sehr freuen. So, dann Dirk, du darfst. Ich gebe den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. So, dann auch einen wunderschönen guten Morgen hier von meiner Seite hier live aus Köln sozusagen. Und Raum füllt sich ja gerade irgendwie schlagartig dann doch noch recht ordentlich. Ich habe gerade gesehen, der Heiko macht mir heute Morgen Konkurrenz hier mit dem Webinar. Der ist halt auch live heute Morgen, aber ist ja auch gut so. Der ist ja auch auf dem Stereo Trader unterwegs und von daher passt es ja. Ich möchte vielleicht mal jetzt ganz zu Beginn mal kurz noch was aufgreifen, was der Nelson gerade gesagt hat, in puncto Risikohinweis. Und zwar ganz, ganz wichtig, also jetzt, ich möchte es jetzt hier nicht juristisch ausformulieren, sondern mir geht es um was ganz anderes. Also man hat ja, man sieht ja halt, ne, wenn man hier bei den Live-Tradings dabei ist, in den meisten Fällen, behaupte ich mal, funktioniert es ja, aber ganz wichtig, wenn man sowas wirklich nachhandeln möchte, ich meine, ich kann ja keinen davon abhalten, und aber man sollte das halt nicht irgendwie immer nur hier von der einzelnen Session hier abhängig machen, weil letzten Endes sind natürlich alle Trades, die halt hier passieren, sind ja immer nur ein Teil von der Gesamtstrategie, ja, und jede Strategie besteht natürlich auch aus Verlierern und wenn sie funktioniert, dann entsprechend halt auch aus Gewinnern, die nicht unbedingt mehr sein müssen, aber halt eben mehr abwerfen müssen. Und deswegen vielleicht zeige ich mal ganz kurz hier was anderes. Das hier ist die Statistik, die ich mit den Live-Trades, die ich mache, sowohl in Webinaren als halt eben auch in der Facebook-Gruppe, die ich dort poste. Die Statistik besteht jetzt seit dem 1.8. diesen Jahres, ich kann das ja hier mal ein bisschen größer machen, dann sieht man es halt auch, wovon ich überhaupt rede. So, und so sieht das Ganze halt aus. Und das heißt, die Kurve geht zwar steil nach oben, ja, das ist halt immer pro Tag ist das zusammengefasst, die einzelnen Trades. Und wir stehen jetzt hier insgesamt bei knapp 2500 Punkten im Plus. So, aber nichtsdestotrotz, auch hier gehören natürlich Trades dazu, die nicht aufgegangen sind. Und so kann es natürlich auch passieren, dass halt hier einfach in der Live-Session genau das Gleiche halt passiert. Ja, also beim letzten Mal war es ja leider so, deswegen weise ich da auch drauf hin. Beim letzten Mal ist das Live-Trading selbst nicht so positiv ausgegangen. Ich habe aber danach noch einen Live-Stream gemacht und dann halt noch die Trades gezeigt, die im Anschluss gekommen sind. Und dann war das Ganze auch wieder neutralisiert. Was ich damit sagen möchte, ist, egal jetzt, ob das hier auf meine Trades bezogen ist, auf meine Ansichten, meine Strategie oder halt auch bei anderen, man darf es niemals nach einzelnen Trades beurteilen, ob das was für einen taugt oder nicht. Und wenn man etwas oder jemandem folgen möchte mit einer Strategie, ist es natürlich dann auch immer extrem wichtig, dann auch wirklich konstant zu folgen. Ja, und das heißt halt hier auch ganz klar, wenn jetzt jemand zum Beispiel seit 1.8. nichts Besseres zu tun hatte, als irgendwie nur zu gucken, wann poste ich einen Trade, wann nenne ich einen Trade und mache den. Und dann sollte er, und genauso auch geschlossen hat und die Trades begleitet hat, dann ist es in der Tat so, dass hier unterm Strich irgendwas mit 2.500 Punkten für DAX und Dow Jones halt mittlerweile halt zusammengekommen sind. Ja, und das ist halt, wie gesagt, wichtig,
ich zeige das nicht, um hier zu sagen, hey, guck mal, ich bin hier voll der gute Trader oder so, darum geht es gar nicht, sondern es geht wirklich nur darum, man muss es immer im Gesamtbild betrachten, im Gesamten. Was kommt insgesamt mit dieser Strategie halt über die Zeit hinweg halt raus und nicht, was jetzt mit einzelnen Trades dann halt passiert. Ja? Also ist mir persönlich halt wichtig, da nochmal drauf hinzuweisen, weil das ist gerade insbesondere, Anfänger machen da oft den Fehler, die gucken sich da was an und sagen, boah, guck mal, der hat hier Live-Trading gemacht, sind zwei Trades daneben gegangen, der kann nichts. Und das ist natürlich Quatsch. Und entscheidend ist halt immer die Kontinuität bei jeder Strategie. Was steckt dahinter, was kommt insgesamt bei raus? Und vielleicht hier auch mal ganz kurz zu den Zahlen. Also das sind die Gesamtpunkte und pro Trade stehen jetzt hier 14,2 Punkte. Und das heißt, das stimmt natürlich halt in der Form halt nur, wenn man es halt eben auch wieder mit den Verlusten betrachtet. Das heißt, das sind Trades dabei, also die Loser sind normalerweise, also die Verlierer-Trades sind maximal 15 Punkte, normalerweise aber eher 7 oder nur 10, also zum Beispiel im DAX. Und die sind natürlich alle mit eingerechnet. Und da gibt es aber auch Trades, die sind dann eben, einer ist 135 Punkte gelaufen jetzt hier in diesem Monat. Und das heißt, das kann einfach so starten. Das geht mir natürlich auch so, dass man halt irgendwie erstmal den Markt irgendwie ein bisschen falsch einschätzt und dann hat man irgendwie 2, 3 Verlierer-Trades, hat 30 Punkte Minus dann zum Beispiel und dann muss man halt einfach dranbleiben und gucken, okay, was hat man übersehen, wo kommt der bessere Einstieg, wo mache ich das nochmal? Und so war das halt zum Beispiel jetzt letzte Woche auch irgendwie morgens gestartet mit 3-mal minus 10 und anschließend 135 plus. Und dann ist es natürlich halt alles wieder völlig legitim. Also wie gesagt, da nochmal drauf hinweisen und auch hier pro Tag kommen dann halt eben, wenn man halt das komplett verfolgt und ich poste bei weitem nicht alles, was diese Strategie hergibt, sind es pro Tag 42 Punkte. Also Spread und so weiter ist jetzt hier nicht mit eingerechnet, ist halt so ein bisschen theoretisch natürlich, kann man aber natürlich auch mit einrechnen, dann weicht das nochmal ein bisschen ab, aber jetzt auch nicht so drastisch, dass halt die Strategie nicht mehr funktioniert. Also ganz wichtig für die Anfänger, bitte niemals nur selektiv beurteilen, sondern immer im Gesamtbild und wenn, dann dranbleiben. Da ist eine Frage zu deiner Grafik, weil ich glaube, du kannst ja die Fragen nicht lesen, ne? Nee, ich kann die Fragen nicht sehen. Ja, also hier kam eine Frage rein, warum die FX-Linie so glatt ist. Weil da nicht viel gemacht worden ist. Das war dann irgendwie wahrscheinlich nur ein Trade da unten und weil es ist ja hier aufgeschlüsselt nach verschiedenen Instrumenten. Also hier habe ich halt Forex und da gab es halt hier nur irgendwann im August mal irgendwann was und dann nichts mehr. Das ist halt der Grund. Und bei Gold genauso, da gab es mal irgendwie einen Trade und da ist halt weiter, hier bei Gold sieht man ja. Ne, da gab es gar keinen Trade, oder doch? Ne, einen, genau. Und der ist dann, ne, zwei Trades und das ist nochmal einmal Plus, einmal Minus und ansonsten ist hier Gold nichts drin. Und die sind halt gegeneinander gewichtet. Das heißt, also ich habe halt hier so eine Gewichtung drin, also um das in Punkten umzurechnen, also DAX zählt so viel wie der Dow, Gold würde mit der Hälfte gerechnet und der Euro und sonstige Währungen entsprechend auch ist ein Pip, ein Punkt. Ne, so kann ich das halt hier gewichten, um dann halt eben auch die einzelnen Instrumente gegeneinander halt ja, ein bisschen besser darzustellen. So, jetzt gehe ich aber mal auf den Markt. Also, jetzt bin ich mal gespannt, ob das heute überhaupt hier irgendwas abwerfen wird. Ich muss heute, muss ich hier gleich vorausschicken, ich bin leider ausnahmsweise hier auf dem Demo-Account unterwegs, weil ich einfach verpennt habe, mich rechtzeitig hier um mein Präsentationskonto zu kümmern. Und da war ich ja leider ein bisschen spät an. Und deswegen muss ich mich an der Stelle entschuldigen. Also normal ist es halt nicht, wenn ich hier Live-Sessions mache, sondern mache das immer auf dem Live-Konto. Aber heute, wie gesagt, sorry, ist einfach untergegangen. Liegt natürlich auch so ein bisschen an dem Vorbereitungswahnsinn hier für die BOT, weil wie man sich denken kann, ist mir auch nicht gerade langweilig, zumal ja auch jetzt noch ein neues Update heute Nacht noch online gestellt wurde. Die Version beziehungsweise die Bildnummer 2045 ist jetzt eben auch online, denn die kann man sich jetzt auch ganz offiziell runterladen. So, der DAX, also auf den wollen wir hier heute ja eingehen. Generell, ich meine, dass das Ding jetzt halt tatsächlich mal hier die Short-Richtung eingeschlagen hat, ist ja wirklich unübersehbar. Und ich habe es aber auch gestern in der Gruppe noch gesagt, wir haben Stundenschluss unter 11.221 und das triggert für mich eigentlich halt Ziele jetzt erstmal auch unter 11.000.
Und das ist natürlich jetzt nicht so ganz einfach, weil das heißt, er wird ja jetzt nicht einfach nur am Stück da runterfallen. Kann natürlich passieren. Kann aber auch genauso gut sein, dass wir nochmal einen Squeeze kriegen. Und weil hier oben in dem Bereich 11.300, das ging ein bisschen zu schnell für meine Begriffe. Deswegen muss man da meines Erachtens schon aufpassen. Und weil wir haben jetzt hier keine Panik oder so im Markt. Also das heißt, wir stehen zwar hier unter der 11.221. Ich zeige auch mal ganz kurz, warum die so wichtig ist. Wir haben halt hier einfach in der Vergangenheit, also wann war das jetzt hier im Oktober, haben wir hier halt auch den Punkt halt hier gehabt, wo man, ich mache das mal hier weg, wo man halt sieht, ja, also erstmal Unterstützung gesucht, nicht gefunden, einmal durch und dann war hier schon ordentlich viel Betrieb hier an der 11.221. Das heißt, die ist schon recht deutlich gehandelt worden und hat auch nachher nochmal als Support funktioniert. Das Ganze hier mit doppelter Bestätigung, ja, also hier sieht man einmal den, also hier drüber und dann bestätigt und dann halt hier nochmal kurz fast angetestet, hier nochmal bestätigt. Das heißt, hier gab es schon recht viele Käufer und von wo aus es ja auch nochmal hochgegangen ist, bis hier oben den Bereich um die 11.000, 670 etwa um den Dreh müsste das gewesen sein. So, und in dem Bereich waren wir jetzt gestern nochmal. Entsprechend stand es halt hier. Also ich bin ja hier im Stundenchart unterwegs. Deswegen stand es hier natürlich auch eine Zeit lang, ja, weil da natürlich dann schon so ein paar Interessen aufeinandertreffen. Jetzt war das aber halt auch der späte Handel. Das heißt, wir hatten da nicht mehr so viel Umsatz. Und jetzt muss man halt einfach aufpassen, weil natürlich, wir haben halt hier geschlossen, ja, dann entsprechend halt auch, hier sieht man das, bei 11.211, also knapp drunter. Und um das jetzt halt weiter wirklich einfach so short fortzusetzen, dürften wir natürlich in diesem Bereich eigentlich gar nicht zurücklaufen. Das heißt, also hier Gap Close, also das Kassa Gap wäre, nee, hier ist der Future, Entschuldigung, das Kassa Gap ist hier oben sogar bei 11.235. Das heißt, wir müssten schon versuchen, um da sauber short drin zu bleiben, dass wir auch darunter bleiben, weil ein Kassaschluss beziehungsweise ein Gap Close einfach zum Kassa hin ist natürlich nicht unbedingt einfach so noch bärisch dann halt auch zu werten, ja, weil dann halt hier einfach die Käufer nochmal an der Stelle halt ansetzen, wo sie gestern aufgehört haben und dann besteht natürlich ganz klar die Chance, Gefahr, wie auch immer, dass das halt entsprechend dann auch nochmal dort weitergeht und wir nochmal nach oben korrigieren. Und hier im Daytrading geht es ja immer nur darum, ein paar Punkte mitzunehmen. Also wie man in der Statistik gesehen hat, sind es halt 40 im Schnitt bei mir jetzt hier. Und von daher ist es jetzt auch natürlich eigentlich total egal, ob der jetzt hier komplett nach unten fällt oder doch nochmal korrigiert. Wichtig ist es nur, eben an der richtigen Stelle drin zu sein. So, wir haben jetzt noch 2 Minuten bis zur Markteröffnung. Ich habe auch hier mal den Scalp-Agent auch mal draufgepackt, weil ich halt mir überlegt habe, halt hier ein Impulstrading zu machen. Das heißt, ich würde halt versuchen, den möglichen Impuls direkt mitzunehmen. Und aber dazu sollte er jetzt hier nicht allzu lange halt rumstehen. Impuls heißt, ich würde mit dem ersten Tick von einer neuen Kerze entsprechend halt short gehen. Das kann man jetzt hier mal versuchen, ja. Aber hier halt auch wichtig, bitte nicht einfach blind nachmachen, ja, weil ich werde natürlich dann auch später versuchen, das halt nochmal, wenn es nicht funktionieren sollte, dann auch entsprechend halt nochmal glatt zu bügeln. Und es kann halt sein, dass es halt hier dann auch einfach ganz schnell und dann jetzt eben daneben geht. Ich möchte es aber trotzdem jetzt einmal machen hier, weil wir haben halt hier, wir starten einfach tiefer. Wir starten mit einer roten Kerze, die hier zwar in meinem Falle schwarz ist, aber das macht ja keinen Unterschied. Und deswegen könnte man das schon versuchen. Er darf nur nicht zu weit jetzt hier mit der letzten Kerze nach unten kommen. Das heißt, ich stelle hier einfach ein, Positionsgröße und dann hier Action Next Bar ist dann halt verkaufen. Und wenn jetzt um Punkt 9 Uhr halt diese Bewegung fortgesetzt wird, das meine ich halt mit Impuls, weil ganz oft ist es so, dass die Impulsrichtung, also die momentane Bewegungsrichtung, halt sofort fortgesetzt wird, wenn es nur für ein paar Punkte ist. Und kann man aber, glaube ich, hier mal versuchen. Ja? Stop-Loss mit 10 eingestellt. So, ich bin jetzt hier erstmal direkt drin. Ja, ist halt das Doofe war jetzt hier natürlich, das meinte ich auch gerade, er darf halt hier eigentlich nicht zu weit runter, weil dann besteht nämlich immer die Gefahr, dass halt direkt danach dann entsprechend halt
die Gegenbewegung kommt. Ne? Und das kann jetzt halt hier einfach passieren. Und deswegen sagte ich ja auch, bitte nicht unbedingt einfach blind nachmachen. So, aber ich lasse den jetzt erstmal drin. Ist ja alles noch überschaubar. Und kann trotzdem sein, dass wir hier nochmal einen Nachimpuls bekommen. Ansonsten, wenn er jetzt hochgeht, genau. So, dann lasse ich den jetzt erstmal sein. Und gucke jetzt mal, was als nächstes halt hier relevant sein könnte. Wenn man solche Impulsgeschichten macht, ja, muss man auch damit rechnen. Also die funktionieren oft gut, ja, wenn man dranbleibt. Und damit meine ich natürlich halt auch, man muss sich dann auch trauen, das 3-4 Mal zu machen. Wenn man halt jetzt halt hier an die Fortsetzung von der Bewegung glaubt, weil ganz oft ist ja eben ein Ausbruch, verläuft ja oft so, dass man erstmal 2-3 Fehlausbrüche hat und dann kommt halt einer, der macht's dann halt. Und deswegen ist es gar nicht schlimm, wenn man das ein paar Mal macht und da tatsächlich dran bleibt. So, wir sind jetzt hier. Ich habe auch hier das Value Profile an. Das heißt, wir sind hier jetzt gerade mal eben kurz an den Intraday, an das Value Area High gelaufen. Dort jetzt mal eben ausgetestet und das kann man jetzt hier, tatsächlich würde ich den nochmal machen, an der gleichen Stelle nochmal. Und auch wenn der jetzt nochmal daneben geht, aber irgendwann wird der halt aufgehen. Und dann kriegen wir auch einen deutlichen Impuls nach unten. Und mein nächstes Ziel wäre hier die 11.130, weil man da halt einfach auch, das kann ich gleich nochmal zeigen, war ich jetzt natürlich hier ein bisschen spät an mit der Beschreibung. Und weil dort wäre halt einfach der nächste Support zu erwarten. Das heißt, da besteht schon die Chance, dass wir da halt einmal hinlaufen. Das ist natürlich jetzt hier halt auch einfach, die Rechnung ist halt die, ich habe hier 10 Punkte Risiko, das kann ich 2-3 Mal machen, weil von 11.160 bis darunter sind es 35 Punkte plus. Das heißt, ich kann mir eigentlich hier 3 Mal erlauben, daneben zu liegen. Und wenn es dann beim 4. Mal aufgeht, dann ist es immer noch plus minus null. Ja. Und deswegen bin ich bei sowas eigentlich immer nicht besonders zimperlich, sondern mache das dann halt schon gerne auch ein paar Mal hintereinander. Weil irgendwann wird das sich halt für eine Richtung entscheiden müssen und der Impuls bzw. die Richtung ist hier nun mal abwärts gerichtet. Und von daher ist das schon völlig in Ordnung, wenn man da halt auch einfach dran bleibt. So, jetzt sehen wir auch hier im zweiten Ansatz, kommt dann direkt ein bisschen mehr nach. Mal gucken, hier die 11.130 ist auch tatsächlich ein Pivot, habe ich vorher noch entdeckt. Aber ich gehe gleich mal drauf ein, zeige mal den Punkt hier und erkläre den auch mal eben, weil ich jetzt schon davon ausgehe, dass wir jetzt einmal zumindest hier unter das Value Area Low einmal halt hier gehen. Und selbst wenn nicht, wie gesagt, ich mache den auch noch ein drittes Mal hier, ja, falls er jetzt nochmal irgendwie nach oben gehen sollte. Und aber jetzt hier erstmal abwarten. So, das wäre jetzt hier natürlich die nächste Anlaufstelle, das Value Area Low. Das heißt, dort haben wir jetzt von der ersten Handelsstunde haben wir 70% des Volumens, ist halt die Unterseite dann entsprechend hier an der Stelle zu finden bei 11.150. Setzt da keine Order hin, ich zeige das nur, damit man ein bisschen besser sieht, wo der Kurs da halt liegt. Und da sollten wir schon einmal hin. Aber wie gesagt, kann natürlich bei der Öffnung immer passieren, dass es noch ein paar Mal hoch und runter geht und dass man auch immer wieder mal ausgestoppt wird. Aber wie gesagt, solange am Ende des Tages, jetzt nicht unbedingt auch von der ersten Stunde, solange am Ende des Tages halt im Durchschnitt ein Plus da steht, ist natürlich alles in Ordnung. So, jetzt haben wir auch die ersten 5 Minuten sind gleich um. 1 Minute läuft noch. Dann gucken wir, ob wir die Bewegung hier direkt bekommen. Hier haben wir jetzt das Intraday Low. Das kann ich ja auch mal kurz hier anzeigen. Mit einem Klick hier kriege ich sie dargestellt. Also hier jetzt von der Amateurstunde nennt man sie auch, die Zeit zwischen 8 Uhr und 9 Uhr. Und wo halt relativ wenig Umsatz natürlich normalerweise ist, aber das nichtsdestotrotz ist es hier davon mal jetzt das Tief und matcht natürlich jetzt auch hier genau mit diesem Punkt. Und jetzt mal gucken, ob wir da durchgehen einmal oder ob es das schon war. Und wie gesagt, wenn, dann würde ich halt tippen, dass wir halt hier erstmal auf den nächsten Support halt laufen. Aber wie man sieht, ja, das alles gar nicht so schlimm, ja. Also auch wenn jetzt hier der erste mit dem Impuls, weil er halt leider, weil die letzte 5-Minuten-Kerze nicht korrigiert hatte, ist es dann halt eben leider nachgeholt worden, aber macht ja nichts. Und man sieht aber halt, das ist halt, der Ansatz ist gar nicht so falsch,
sich in der Impulsrichtung da halt einfach auch mehrfach einzukaufen, beziehungsweise jetzt in dem Falle zu verkaufen. Ja, weil der Druck ist ja nun mal da nach unten und entsprechend hat man natürlich auch die Chance, da halt auch mit einem Gewinn rauszukommen, auch wenn jetzt das Ganze irgendwie ein, zwei, dreimal dann halt eben nicht funktioniert. So, er geht jetzt hier ein bisschen drunter. Jetzt brauchen wir natürlich nochmal hier einen deutlicheren Abwärtsimpuls. Ich würde auch, falls es macht, hier unten den Trail anwerfen. Also bei der 130 ein bisschen vorher reingehen, weil den Pivot sehen natürlich auch andere. Und würde da schon eher gucken, dass ich da halt vorher raus bin. Weil ob der dann halt durchgehandelt wird oder gekauft wird oder eben nur angelaufen wird oder kurz vorher gebremst, sieht man ja auch ganz oft. Dann denkt man, ah, hier ist doch ein Pivotpunkt. Mensch, jetzt hat er 3 Punkte vorher gebremst. Sieht man auch ganz oft. Und deswegen da halt lieber versuchen, ein bisschen früher da halt raus, weil wenn wir halt den Punkt hier durchverkaufen, ja, ein paar Punkte halt hier überschreiten, und dann sind wir an der Stelle vermutlich recht genau drin. Also das heißt, dann hängen wir hier direkt im Trail dahinter. Ich setze mal ein bisschen enger auf einen Punkt hier. Dann hängen wir da halt auch dahinter und kriegen auch den Rutsch mit. Und falls er kurz vorher bremst. Und dann sind wir da halt eben raus. So. Ich ziehe mal den Stop hier ein bisschen nach über die aktuelle 5-Minuten-Kerze. Und weil da muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal hin. Und mal gucken, was er jetzt draus macht. Ob wir jetzt hier nochmal bisschen was hinterher bekommen. Ein bisschen Zeit haben wir noch für diese Kerze. Die kann natürlich schon nochmal ein bisschen deutlicher auch reagieren, muss aber nicht. Und weil dann entsprechend halt so bin ich immer der Auffassung, wichtig ist eigentlich immer so die erste 15-Minuten-Kerze, die zeigt so ein bisschen die Tendenz und die hinterlässt uns auch was im Markt, womit wir gleich auch was anfangen können. Da würde ich dann halt auch versuchen, wenn die um ist, mit der 15-Minuten-Kerze und dann nochmal irgendwie auch einen Skype-Trade dann halt hinterher zu schicken. So, 1 Minute lasse ich hier auch ganz bewusst jetzt erstmal aus, weil halt das auch in den ersten 15 Minuten nicht unbedingt allzu viel Aussagekraft hat. Wir haben jetzt hier den Pivot aus dem Stundenchart, den S1. Der reagiert jetzt halt hier auch ein bisschen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt noch hier 2,5 Minuten, die jetzt hier noch verbleiben für die laufende 5-Minuten-Kerze. Von daher bleibe ich da jetzt erstmal weg und lass mal den Stop da oben, wo er liegt. Und wenn wir dann halt hier entsprechend doch noch ausgestoppt werden, dann ist das erstmal so, aber das hält mich auch nicht unbedingt davon ab, dann halt auch im Rücklauf nochmal rein zu gehen. Aber soweit sieht es erstmal gut aus. Auch der S1 im DAX hat nach meiner Beobachtung auch nicht viel eigentlich Relevanz, wird mal ein bisschen gehandelt, funktioniert im Dow Jones eigentlich deutlich besser. Im DAX ist eigentlich immer eher der S2, also hier wäre das die 11.121. Da sollte dann schon ein bisschen mehr passieren als hier. Also wäre auch zumindest unüblich, wenn wir jetzt hier nochmal irgendwie deutlichere Reaktionen hätten und eigentlich nicht unbedingt normal. So, ich kann mal trotzdem mal ganz kurz, ja komm, wir lassen es mal. Weil mir jetzt hier auch ein bisschen zu viel aktiv ist, da werde ich gleich mal ein bisschen was rauswerfen hier noch. Nicht, dass ich da jetzt noch irgendwas verstellt, was ich nicht verstellen möchte. So, nochmal ein kleines neues Tagestief. Sieht man ja hier, die Linie hat sich gerade verschoben nach unten. So, noch 1 Minute. Weshalb ich auch immer so auf die Zeit achte, ist, so, hier sieht man es jetzt, der Trail geht rein. Wir haben eine Reaktion am Pivot, ist jetzt nicht einfach durchgelaufen und sind jetzt hier. Das sieht man ja jetzt dann auch ganz schön. Ich gehe mal hier nur auf Intraday. Das ist natürlich Quatsch. Das war vorhin, das war hier nur ein Test auf dem Demokonto. Das hätte ich besser mal Reset gemacht. Okay, macht aber nichts. Also wir haben halt jetzt hier im letzten Trade hier entsprechend 148 Euro und der erste ist mit 50 daneben. Also haben wir hier schon gleich mal 20 Punkte plus. Und von daher passt es doch jetzt erstmal. Ja, also wie gesagt, hier vorhin, ich habe das nur vorhin gemacht, um zu gucken, ob das alles funktioniert, bevor wir hier gestartet sind. Deswegen gibt es hier
die Biege nach unten. Aber das war ja nicht der Trade davor. Ich kann es ja auch hier nochmal anzeigen. Da sieht man es ja auch ein bisschen besser. So, genau, hier sieht man es doch. Ne? Also hier 30 Punkte und hier minus 10. Das waren die beiden Trades. Und ich denke, das passt ja schon erstmal so weit. Das ist auf jeden Fall mal ein guter Start, womit man ja halt eigentlich auch schon mal einen ganz guten Anfang hat. Und wenn man jetzt ein Tagesziel hat von 20 Punkten im Daytrading und dann hat man da schon mal vieles richtig gemacht an der Stelle. So, die Bewegung hätte ich natürlich gerne gehabt. Ne? Also wir haben aber halt hier leider ein bisschen, also hier die Bewegung durch den Pivot durch. Der war da nicht ganz so glücklich hier positioniert, aber das ist halt, das wollte ich halt und das meinte ich eben. Ja, es gibt natürlich viele, die dann halt hier sagen, ah, das ist ein Pivot, da gehe ich halt long und ergibt natürlich gar keinen Sinn, ja, da halt irgendwie blind long zu gehen. Nichtsdestotrotz werden Pivots halt gerne gehandelt und aber dann passiert aber eben genau sowas, ja, das heißt, läuft davor und geht dann durch. So, und die halt hier long sind, die sitzen jetzt da und fangen schon an, Fingernägel zu knabbern und fragen sich, hoffentlich kommt der nochmal. Und deswegen wird er jetzt natürlich auch hier entsprechend an der Stelle nochmal nach unten gedrückt, weil es einfach typisch ist, ja. Und da erstmal durchzugehen. Im Long-Markt ist es natürlich was ganz anderes, aber wir sind hier short. Und das ist halt eben jetzt genau der Punkt. Das heißt, wir haben hier halt sicherlich den einen oder anderen Käufer sitzen und aber auch halt einen Verkäufer, der halt hier versucht, das Ganze durchzudrücken und sich einfach nur darüber freut, dass halt hier viele kaufen, weil heißt natürlich für den Verkäufer vorausgesetzt, der ist natürlich auch entsprechend ein bisschen größer positioniert. Das heißt, der kriegt natürlich hier seine ganzen Stücke dann an der Stelle halt auch für einen besseren Kurs halt nochmal los und hat hier an der Stelle dann auch einfach Umsatz und freut sich, dass halt hier so viele Abnehmer sind. Und wenn da jetzt halt natürlich an der Stelle die Käufer ausgehen und dann klatscht es halt eben auch nochmal ein Stück weit tiefer. Und dann käme halt auch hier der S2 zum Einsatz und dort wird man dann sehen, das wäre dann eigentlich eher so die Stelle, wo dann halt die ersten Stops gefangen werden dürften von denen, die hier im Kurzfrist-Trading am Tagespivot in Long gegangen sind. Das heißt, damit rechne ich jetzt eigentlich, dass wir hier auch einmal drunter laufen und dann wird sich halt zeigen, war das jetzt nur eine Fortsetzung von der Abwärtsbewegung von gestern, sind wir hier fertig oder kriegen wir hier wirklich nachhaltige Bewegung nach unten. Deswegen ist es für mich jetzt auch hier kein Punkt, an dem ich handeln würde, sondern echt eher ein Punkt, wo ich mal zugucken würde, was passiert denn da halt überhaupt und in welche Richtung geht der Markt. Das Thema mit dem S2 hatten wir die Woche auch in der Gruppe, kann ich halt auch nur jedem empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil was man ganz oft sieht, ist, wenn hier der Stundenpivot, also der Support 2 vom Stundenpivot, wenn der durchgehandelt wird und wir dort eine Minuten oder gar 15 Minuten Kerze haben, die da drunter schließt, und dann zeigt es eigentlich sehr oft recht deutlich die Tendenz, die da halt eben vorherrscht. Das heißt, wenn wir jetzt hier wirklich auf 15 Minuten drunter schließen, und dann ist es sehr, sehr gut denkbar, dass wir nochmal deutlich tiefer fallen. Weil das sind einfach Punkte, die werden gehandelt, scheinbar von Algorithmen. Kann da halt natürlich auch nur mutmaßen. Aber ist halt eben so das, was ich halt doch seit einigen Jahren halt beobachte, wo ich halt echt sage, das lohnt sich da halt drauf zu gucken. Also das heißt, wenn wir hier drunter schließen, kann man in fast allen Fällen damit rechnen, dass wir nochmal ordentlich deutlich tiefer gehen. Hatten wir die Woche im DAX auch irgendwo bei 11.300 und wo war das? Ich glaube 360 oder sowas um den Dreh. Und genau das gleiche Phänomen, da war halt hier auch der S2 und natürlich in der Abwärtsbewegung und hat zunächst gebremst, ähnlich wie hier. Hier waren wir jetzt noch nicht dran. Und hat aber dann letzten Endes drunter geschlossen, 15 Minuten. Und prompt ging es von dort aus 150 Punkte, 150, ja, am Stück eigentlich halt tiefer nochmal. Und es ist wirklich oft ein brauchbares Indiz. Aber was ich halt hier gesagt habe zu dem Pivotpunkt an der Stelle, bestätigt sich auch gerade so ein bisschen. Ne? Wir haben halt hier einfach Käufer und Verkäufer, die hier aufeinandertreffen. Der Verkäufer ist nach wie vor hier aktiv und hat entsprechend hier natürlich recht viele Abnehmer. So, jetzt muss man halt mal gucken. Jetzt ist die erste 15-Minuten-Kerze fertig, ob die nicht auch jetzt sofort
hier durchdrückt. Man kann das mal machen. Das ist eigentlich relativ ungefährlich. Ich mache aber trotzdem die auf einer Positionsgröße mal ein bisschen kleiner hier. Ich gehe hier einfach nochmal mit einer Short-Position rein, versuche den Impuls, also jetzt hier nur mit der Hälfte der Size, dann gucken wir mal, ob wir noch einen Impuls hier nach unten nochmal bekommen. Und wenn nicht, ich bin hier ganz knapp im Stop, 5 Punkte nur. Und dann macht es nichts. Aber falls wir den bekommen, kann man natürlich den entsprechend halt auch noch ausbauen. Weil das hier wäre so klassisch halt, ja, wir haben eine neue 15-Minuten-Kerze, die korrigiert erstmal ein bisschen. Und kann natürlich jetzt, wie gesagt, sein, dass die auch noch höher geht. Deswegen habe ich auch hier die Positionsgröße hier erstmal zurückgenommen. Aber ganz oft ist eben so, und das ist auch halt so ein Teil vom Impulshandel, dass wir halt ein bisschen Aufwärtsbewegung dann haben und dann wird halt sofort erstmal nochmal die vorherrschende Richtung ein Stück weiter fortgesetzt. Und hier, wie gesagt, habe es jetzt schon zweimal erklärt, hier haben wir natürlich einfach den Effekt an dem Pivot, der wird gehandelt. Wir haben hier Käufer, aber wir haben eben auch einen Verkäufer, der hier schon ordentlich auf den Markt drückt. Deswegen ist das jetzt hier zwar Operation am Low, wie ich es immer nenne, und die auch oft teuer ist. Deswegen muss man da auch mit der Positionsgröße ein bisschen aufpassen. Ich würde den jetzt normalerweise auch nach oben skalieren, aber ich lasse das jetzt mal und würde stattdessen hier mal kurz auf die 11.130 eingehen. Weil, warum das halt zum Beispiel auch jetzt nicht besonders gefährlich ist, halt hier sowas zu machen, ist, weil ganz, ganz selten haben wir halt insbesondere im DAX ein V-Reversal. Das heißt, ganz selten ist es so, dass wir einmal tief anlaufen und dann geht es direkt wieder komplett hoch und zieht wieder auf Öffnung. Meistens ist es ja so, dass halt solche Tiefs dann halt mehrfach getestet werden und da halt einfach auch natürlich der Markt beziehungsweise halt vermutlich die anderen Käufer sich dann entsprechend auch erstmal angucken, passiert da was, kommen da noch mehr Käufer, kommen da nicht und entsprechend treffen die halt hier die Interessen aufeinander und von daher ist das halt eben ganz oft der Fall. So, das ist jetzt erstmal raus, aber hier wie gesagt nur ganz klein, das ist okay und jetzt scheint hier erstmal halt glattgestellt worden zu sein in dem hier von dem Verkäufer oder den Verkäufern, die halt hier runterkommen. Jetzt lassen wir die erstmal und gucken mal, bis wohin der Markt korrigieren könnte. So, aber ich lasse dem jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Ich bin jetzt erstmal nicht aktiv und gehe hier mal auf die 11.130 ein, weil wie man sieht, war die Linie nicht falsch und er findet dort jetzt halt auch seinen ersten Support. So, jetzt muss ich aber selber mal gucken. Die habe ich halt gestern Abend hier auch noch ausfindig gemacht, wie es dazu kam. Aber so wie ich das sehe, liegt es einfach daran, dass wir hier halt auch in der Vergangenheit, genau, da fehlte halt der Test von der Paritätsumkehr. Und das ist immer generell mein Handelsansatz, weil ich den halt von allen, der ist halt so banal eigentlich, ja, aber auch so hochgradig verlässlich. Und wo ich finde, es funktioniert besser als jede andere Strategie, zumindest die mir halt bis dato begegnet ist. Also, wir haben halt hier im Oktober, da muss man halt mal natürlich immer ein bisschen weiter zurückgehen. Ich bin jetzt hier nochmal im Stundenchart. Im Oktober war es eben so, dass halt hier, da gab es erstmal die 11.130, gab es da erstmal nicht. So, und dann sieht man aber, wir haben halt hier einen Rücklauf. Das war immer der Rücklaufpunkt hier auf Stunde. Immer wieder dahin, ja, zwei, dreimal gescheitert hier. Nochmal runter und dann kein neues Tief gemacht und dann drüber ausgebrochen. So, und das heißt, das war halt dann erstmal ein Widerstand, der zum Support wurde. So, das ist ja die klassische Paritätsumkehr. Und wurde dann nochmal angelaufen, ja, hat an der Stelle, sieht man hier jetzt nicht so gut, weil diese Stundenkerze, ich versuche die mal hier zu zeigen, die von hier runterkommt bis da unten hin, die ist natürlich sehr lang. Und sieht man jetzt im Stundenchart nicht, müsste man sich dann einen kleinen Timeframe angucken. Aber ich vermute schon, dass wir hier deutlich Reaktionen auch nochmal hatten an der Stelle. Und dass da vermutlich auch recht viele Käufer dann nochmal waren. Weil wie diese Stundenkerze zwischendurch ausgesehen hat, kann ich natürlich nicht wissen. Aber denkbar wäre, dass die hier oben gestartet ist, auf die 11.130 und nochmal fast bis oben hingelaufen ist. Da würde ich halt sogar fast drauf wetten, dass das so ausgesehen hat. Weil nämlich solche Punkte, die ja mal ordentlich gekauft worden sind, die werden auch meistens wieder gekauft.
und nicht einfach aufgegeben. Nichtsdestotrotz haben hier die Bären mal kurz ein bisschen Überhand gehabt. Und ja, komm mal ein bisschen rüber. So, nichtsdestotrotz haben die Bären hier halt Überhand gehabt an der Stelle, ging nochmal drunter, ja, und dann nochmal drüber und dann hier das gleiche Spiel nochmal, ja, wurde wieder zurückgekauft. Und seit diesem Zurückkaufen von diesem Punkt, ja, der halt hier eigentlich relevant war, aber auch hier gab es auch keine neuen Tiefs, und seit dem erneuten Zurückkaufen fehlte einfach nochmal die Bestätigung. Und deswegen ist diese Linie bei mir grün. Und deswegen habe ich da auch schon erwartet, dass wir da heute entsprechend erstmal Support finden werden. Und dass das jetzt erstmal die erste Anlaufstelle dann entsprechend auch ist, wo halt einfach Käufer und Verkäufer nochmal aufeinandertreffen. Und siehe da, das hat halt auch wieder mal funktioniert. Und auch wenn jetzt hier mit dem letzten Short, wie gesagt, das hat natürlich mit der Betrachtung jetzt nichts zu tun. Das war ja jetzt nur gedacht für einen möglichen kleinen Nachimpuls. Aber ja auch entsprechend mit einer wesentlich kleineren Positionsgröße. Aber nichtsdestotrotz, ja, kann ich halt auch wirklich nur jedem empfehlen, guckt euch das mal an mit der Paritätsumkehr. Es gibt für meine Begriffe wirklich nichts, was verlässlicher funktioniert im Markt. So, und deswegen, aber um das eben nochmal zu erklären, deswegen waren die 11.130 dann auch hier wichtig an der Stelle und deswegen geht es da auch jetzt nicht mal ohne weiteres durch. So, wie jetzt natürlich halt die nächste Stunde damit umgeht, das weiß ich natürlich nicht. Aber generell, wenn es jetzt so ist, dass halt zum Beispiel die 10 Uhr Kerze jetzt darunter schließt, und dann würde ich davon ausgehen, dass wir das Gleiche kriegen wie halt hier vorher auch schon mal. Also hier mal zum Beispiel Schlusskurs drauf, könnte auch reichen. Dann gibt es auch nochmal eine Bewegung halt hinterher, dann in die Richtung. Und dann kann man die halt auch tatsächlich dann nochmal punktgenau wahrscheinlich dann short handeln. Aber ob jetzt so lange dann hier live sind, weiß ich natürlich auch nicht. Vermutlich eher nicht, aber sollte man sich mal merken. So, dann gehe ich halt hier mal eine Nummer kleiner. Ja, sieht man, war schon deutlich. Ne? Es lohnt sich dann auch nicht, da an sowas dann halt festzuhalten, sondern hier dann lieber dann halt mit einer wesentlich kleineren Position dann halt hier dann auszusteigen und erstmal gucken, was halt weiter passiert. Aber nichtsdestotrotz halte ich das schon für legitim, weil ganz oft ist es so, dass man halt eben nur eine kleine Korrektur bekommt in der 15-Minuten-Kerze und dann entsprechend halt nochmal Nachimpuls kommt. War jetzt hier ein bisschen anders, macht aber nichts. Wir liegen ja insgesamt hier vorne und haben bis jetzt hier schon mal viel richtig gemacht. So, hier laufen wir jetzt zurück an die Kassa-Marke, also hier an die Eröffnung. So, jetzt wird versucht, die Tageskerze hier auf grün zu drehen und also die Tageskerze hier im Kassamarkt, nicht im Future-Markt. Und da sollten wir entsprechend auch nochmal gleich Reaktionen bekommen. Das ist auch ein relativ einfacher Effekt, auch lohnenswert als strategischer Ansatz. Änderung der Farbe von der Kerze passiert meistens in mehreren Anläufen, nicht in einem. Das heißt, die wird auch nochmal rot. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ob das jetzt sofort ist oder erst später, wird sich dann halt zeigen. Ja, aber hier sieht man es, da schon passiert. Dirk? Und auch, bitte, ja? Sorry, ich will nicht unterbrechen. Wenn ich ein paar Fragen mal reinschmeißen darf, dann sag kurz Bescheid, ja? Ja, klar. Aber gleich. Ich bin nur gerade hier im Moment. So, ne, das hat man ja gesehen, hat man meistens halt auch, also völlig banaler Scalping-Ansatz, Änderung der Farbe von der Kerze dagegenhalten. Funktioniert tatsächlich oft sehr simpel und sehr gut. Und ist auch wirklich so, ich glaube, das werden halt auch viele, die das schon lange machen oder Profis sind, auch bestätigen. Die einfachsten Ansätze sind oft wirklich die besten, ja. Also deswegen, bei mir gibt es ja nie irgendwie was großartig Kompliziertes. So von wegen FIBO-Extension und Trendlinie und Ausbruchslinie und irgendwelche Welle hier und Welle da. Es ist ja halt immer ganz simpel. Ich versuche mir einfach genau nach dieser Methode, die ich vorhin ja gerade hier auch nochmal erklärt habe, suche ich mir Punkte raus, wo ich mit hoher Wahrscheinlichkeit weiß, da werden einfach Käufer und Verkäufer aufeinandertreffen und die handle ich dann. Und weil ganz einfach, dort, wo die aufeinandertreffen, geht's rauf und runter. Und nicht einfach nur geradeaus durch. Und deswegen hat man dann natürlich auch eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man einen Trade dort auch entsprechend mit Gewinn eben auch abschließen kann. Ja. Und weil jetzt hier zum Beispiel
so im reinen Mittelfeld macht jetzt eigentlich keinen Sinn, jetzt hier irgendwie einen Trade zu eröffnen, zu sagen so, ah, ich glaube, der geht nochmal runter, ah, ich glaube, der geht jetzt dann nochmal hoch auf 11.221, was weiß denn ich, ja, das ist halt rein irgendwie raten und zocken. Natürlich kann es halt auch mal gut gehen, ja, aber es ist dann halt einfach wirklich reines Glück, behaupte ich, und das ist halt kein guter Ansatz. Was aber jetzt zum Beispiel halt hier noch kommt, ist, ich habe ja hier halt den 5-Minuten-Chart in Kombination hier mit dem Stundenchart, also hier ist ja das X-Frame-Add-on ist ja hier drauf, was jetzt nochmal kommen könnte, das wäre halt hier, dass wir die das Hoch, nicht das Hoch, sondern den Schlusskurs von, Entschuldigung, den Eröffnungskurs, ja, also hier, wo die Stundenkerze von 8 Uhr anfängt, dass wir den Punkt nochmal sehen und halt entsprechend hier versucht wird, ja, jetzt hier dann halt mit einem Hammer dann entsprechend bis 10 Uhr halt aus dem Markt halt zu gehen und dann halt nochmal Richtung 11.221 zu laufen. Und was jetzt halt zum Beispiel dann aber nochmal ein Scalping-Ansatz wäre, dass man halt hier versucht, oberhalb von dieser Eröffnung, also einfach letzten Endes oberhalb von der Kerze dann halt sozusagen, da nochmal versucht, halt einen Short zu platzieren. Was da auch jetzt mit reinspielt, ist hier das Value Profile. Das heißt, wir haben halt hier 70% des Volumens vom heutigen Handel enden jetzt erstmal hier oben. Und das heißt, er müsste hier, oder andersrum, wenn er hier drüber gehen würde, hätten wir Intraday Long Trend. So. Und da glaube ich mal so ohne weiteres nicht dran, dass es jetzt mal eben, ja, jetzt hier auf Long gedreht wird und er dann halt einfach weiterläuft und dann halt komplett nach oben wegzieht. Sondern da wird es dann auch eher wiederum wahrscheinlich so sein, dass halt hier, das wird versucht, und da gibt es aber halt dann entsprechend auch wieder die Käufer, die da anderer Meinung sind und dass die halt dann höchstwahrscheinlich auch dagegen halten. So, und dem werde ich mich dann auch entsprechend anschließen. Das heißt, wenn wir hier oben hinlaufen, platziere ich auf jeden Fall meinen Short hier oben, weil A, wir sind hier oberhalb, nur mal zusammengefasst, wir sind hier oberhalb von dieser Stundenkerze und gleichzeitig entsprechend hier an der Oberkante vom fairen Preisbereich. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir da ohne weiteres drüber gehen. Ich würde den aber skalieren an der Stelle. Hoppla, nicht long. So, hier in zwei Teile. Hier unterteilen die Position. Also jetzt hier meine Referenz ist jetzt hier erstmal 5 Kontrakte und hat jetzt keinen wirklich nennenswerten Bezug hier an der Stelle, aber nur entsprechend halt auch um die Positionsgröße jetzt hier konstant zu halten. Und das heißt, wenn ich halt hier sage, okay, meine Positionsgröße ist 5 Kontrakte, mache ich die erste hier und die zweite dann entsprechend nochmal ein bisschen höher. Weil falls es hier ein paar Punkte durchgeht, dann gehe ich da oben nochmal rein und habe dann entsprechend natürlich die Mathematik und die Wahrscheinlichkeit dann auf meiner Seite, und da entsprechend dann halt auch mit einem Gewinntrade rauskommen zu können. So, jetzt haben wir hier natürlich aber erstmal den nächsten Impuls. Das ist die 30-Minuten-Kerze. Die brauche ich aber nicht zu zeigen. Die sieht natürlich genauso aus wie die unfertige Stundenkerze jetzt erstmal. Und da bin ich halt auch mal gespannt, was da jetzt halt passiert. Die will grün schließen, so wie es aussieht, beziehungsweise in weiß, aber erstmal neutral. Hat also auch nichts zu sagen. Das heißt, da stehen wir jetzt erstmal auch auf komplett neutralem Boden und wäre dann halt auch nochmal ein Grund mehr, warum ich da oben nochmal short gehen würde. Und weil es dann halt eben auch einfach nicht geklärt ist, ja, ob wir jetzt hier wirklich long gehen oder short heute. Also generell würde ich mal, wenn ich jetzt hier einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen, wir schließen heute nochmal deutlich tiefer als gestern. Aber das hilft natürlich nicht weiter, wenn man Daytrading betreibt. Das ist immer schön, wenn man danach recht gehabt hat und kann sagen, ja, guck mal, habe ich doch gesagt. Aber das kann man ja so nicht handeln. Also vor allen Dingen, wenn dann halt so ein Markt auf die Idee kommt, der DAX macht das in letzter Zeit ja auch mal gerne, einfach mal 150 Punkte nach oben zu laufen, dann wieder 200 runter. Und da kann man ja nicht einfach einen Stop von 200 Punkten setzen und nachher mit plus 20 da halt rausgehen. Ich meine, kann man machen, ja, aber so vom Wohlfühlfaktor ist das, glaube ich, eher
dann ganz unten angesiedelt. So, Nelson, dann schieß mal los. Wäre ein Long am S2 auch eine sinnvolle Option jetzt? Ich würde gar nicht long gehen. Also ich meine, muss jeder machen, was er denkt, aber ich würde in so einem Markt überhaupt nicht long gehen. Gar nicht. Also im Dow wäre es tatsächlich noch mal was anderes, ja, weil der läuft halt auch wesentlich weiter. Und der Dow ist ja eben auch so, wenn der zum Beispiel jetzt auf einer Minute mal die Richtung dreht, dann rennt der aber auch mal 20, 30 Punkte am Stück hoch und in ein paar Sekunden. Und das heißt, dort, wenn ich schnell genug bin, ist das wesentlich risikoärmer. Aber der DAX ist ja auch generell short und der Dow ist es halt tatsächlich einfach nicht. Ja, also nur wenn der jetzt halt hier gerade mal ein paar rote Kerzen macht, aber der Dow ist halt einfach das ganze Jahr noch nicht wirklich short gewesen. Da ist in keinster Weise short getriggert, auch wenn der mal kurz runter ist. Aber der DAX, und das habe ich ja auch schon in den NFP-Webinaren ganz oft erklärt, der DAX ist short seit Januar. Und auch wenn der zwischendurch gestiegen ist, ich habe die ganze Zeit gesagt, der ist nur korrektiv. Der hat short getriggert, rein markttechnisch. Und da ist nur eine Frage der Zeit, bis der dann entsprechend auch deutlich unter 12.000 geht. Und beim Dow ist es halt eben nicht getriggert. Und deswegen wäre ich beim Dow, würde ich sowas machen, beim DAX wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Da halt mit Long. Klar starten wir jetzt hier tief, ja, das heißt, wir sind billig, aber das kann natürlich auch ganz schnell hier auch in Panik umschlagen. Also sobald halt irgendwelche Levels hier nochmal angesteuert werden, insbesondere halt hier, ist natürlich wesentlich interessanter als jetzt so eine 11.130. Das ist ja nur temporär hier im Stunden.